Hongkong blieb eine vergleichsweise liberale, offene Stadt. Auch heute mischen sich hier Tradition und Moderne. Im Hinterland von Hongkong haben sich zahlreiche Firmen angesiedelt. Sie profitieren von den kurzen Transportwegen und nutzen ein schier unerschöpfliches Reservoir billiger Arbeitskräfte. In Shenzhen betreibt ein deutscher Zahntechniker ein Labor. Er stellt Zahnersatz für den Export nach Deutschland her. Über 500 ungelernte Kräfte arbeiten hier 10 Stunden am Tag. Der Lohn liegt bei 200 Euro im Monat, nicht mal ein Zehntel des Einkommens eines Kollegen in Deutschland. Tarek Mamisch hat schon in den frühen 90er Jahren hier investiert und es nie bereut. Wir haben die einzelnen Arbeitsschritte in verschiedene Bereiche eingeteilt. Das ist in Deutschland etwas gröber, da macht ein Zahntechniker doch eine Arbeit von A bis Z. Das machen wir hier in China nicht. Das ist ein System, wo jedem Zahntechniker ein einzelner Arbeitsschritt beigebracht wird, den er dann aber auch in der Vollendung sehr gut hinbekommt, sodass wir diese vernünftigen und tollen Ergebnisse hinbekommen. Asiatische Arbeitsmoral ist legendär. Die Ruhe während der einstündigen Mittagspause genießen sie am Arbeitsplatz, bis es klingelt. Um Sozialleistungen kümmern sich weder die Unternehmer noch der Staat. Die Qualitätskontrolleure halten per Videokonferenz ständigen Kontakt nach Deutschland. Ich habe drei Sachen mit dir zu besprechen. Wer taktgenau seine Ware braucht, dessen Lieferant kann heute überall sitzen. Im Hauptsitz der Mamisch Dental Health AG in Mülheim an der Ruhr sind ganze 25 gelernte deutsche Zahntechniker beschäftigt. Sie kontrollieren nur noch die Arbeit ihrer asiatischen Kollegen. Selbstverständlich gab es Widerstände, vor allem weil traditionell der Zahnersatz zu einer bestimmten Preisliste verkauft worden ist und wir dort am Anfang sehr stark mit den Innungen zu kämpfen hatten, die natürlich um ihre Arbeitsplätze fürchteten. Aber letztendlich ist Marktwirtschaft nicht aufzuhalten und selbst die Krankenkassen unterstützen den Wettbewerb, weil langfristig dort Geld gespart wird, was wiederum den Versicherten zugutekommt. Und mittlerweile haben wir keine Widerstände mehr. Diese unaufhaltsame Weltwirtschaft hat Hongkong groß gemacht. Investoren haben sich hier von jeher wohlgefühlt. Einst wegen der korrekten britischen Verwaltung, heute wegen des wachsenden China-Geschäfts. Adidas unterhält hier eine seiner wichtigsten Auslandsniederlassungen. Sie koordiniert die Beschaffung, überwacht die Produktion in Asien. Für Adidas ist China das Schlüsselland im Bereich der Produktion. Wir finden hier einen relativ hohen Bildungsstandard vor. Es gibt eine gut entwickelte Infrastruktur, ein hohes Maß an Investitionsvolumen und die Bevölkerung träumt von einem besseren Leben und ist bereit, extrem hart dafür zu arbeiten. Das alles macht China zu einem Land, das für uns vor allem im Bereich der Herstellung immens spannend ist. In Xinjiang, 3 Autostunden nördlich von Hongkong, kann man das Modell Adidas genauer besichtigen. Taiwanesische Investoren betreiben unter der Marke Apache eine von weltweit knapp 700 Fabriken, die exklusiv für Adidas produzieren. Hier arbeiten 12.000 Menschen, in der Mehrzahl junge Frauen, für den deutschen Konzern. In ganz Asien sind es 400.000 Menschen. Aber selbst bei billigen Arbeitskräften muss Adidas auf Produktivität achten. In den vergangenen 5 bis 6 Jahren hat sich die Produktion bei uns stark verändert. Adidas hat bestimmte Regeln aufgestellt. Wir haben daraufhin Fertigungslinien entwickelt, bei denen jeder Arbeitsschritt in den nächsten übergeht. Dadurch sind wir jetzt viel produktiver. Wir haben eine Menge von Adidas gelernt. Gut 1 Million Paar Schuhe werden hier im Monat gefertigt. Die einzelnen Arbeitsschritte sind bis ins kleinste Detail festgelegt.
Wenn wir die neuen Schuhe sehen, analysieren wir zunächst, wie wir sie herstellen können, auf welche Details wir uns besonders konzentrieren müssen. Dann stellt eine Gruppe von Leuten sicher, dass wir die neuen Designideen in der Produktion verwirklichen können. Anschließend legen wir die einzelnen Arbeitsschritte fest. Wenn sich jeder Arbeiter an unsere Vorgaben hält, steht am Ende der Produktionslinie dann auch der richtige Schuh. Das klingt kompliziert, ist aber erfolgreich. Wir machen das jedenfalls schon sehr lange so. In dieser langen Zeit hat sich Adidas komplett umgebaut in ein weltweit vernetztes Unternehmen. Im bayerischen Scheinfeld sind noch 52 deutsche Arbeiter beschäftigt. Einst waren es Tausende. Sie stellen maßgefertigte Schuhe her für David Beckham und andere Werbestars des Konzerns. Eher aus Prestige, denn aus ökonomischen Gründen. Erika Wittmann kannte Adidas schon als gut traditionellen deutschen Familienbetrieb. Bei Adidas bin ich jetzt schon 29 Jahre. Die Arbeitsabläufe haben sich selbstverständlich verändert, weil man ja versucht, das Produkt effektiv zu machen, kostensparender zu machen. Man organisiert die Arbeitsplätze neu, man organisiert die Arbeitsabläufe neu. Man nimmt sich Maschinen hinzu. Weltweit betreibt Adidas neben Scheinfeld nur noch drei weitere eigene Produktionsstätten. Die Masse der Ware wird von den fast 700 Zulieferfirmen produziert. Adidasler gründete Adidas 1949. Es wurde ein Nachkriegsfamilienunternehmen, das in den Jahren des Wirtschaftswunders Triumphe feierte. Die Globalisierung erledigte die Produktion in Deutschland. Anfang der 90er Jahre starb das alte Unternehmen Adidas. Hunderte Schuster und Näherinnen mussten gehen. Die Werke wurden geschlossen. Es war natürlich ein großer Aufschrei, denn die Leute waren das nicht gewohnt. Die waren die letzten 20 Jahre hier beschäftigt, hatten einen sicheren Arbeitsplatz und jetzt auf einmal werden die Arbeitsplätze verlagert, primär nach Asien. Und dann wurden natürlich auch Schreckgespenste aufgebaut. Das Unternehmen wird ausverkauft, die ganze das Know-how, das Wissen des Unternehmens wird alles nach Fernost transportiert. Aber letztendlich war das absolut notwendig, um das Überleben des Unternehmens zu sichern. In der Serienproduktion glaube ich, dass die Wettbewerbsfähigkeit nur garantiert ist, wenn wir den Arbeitsfaktor so weit wie möglich prozentweise reduzieren. Das heißt, wenn wir die Arbeitskosten gering halten. Anders in einer globalisierten Welt können wir gar nicht überleben. Produktionsverlagerung, diesen Weg gingen weite Teile der deutschen Industrie, um profitabel zu bleiben oder um zu überleben. Heute wird die Produktion auch verlagert, um neue Märkte zu erschließen. In den sogenannten BRIC-Staaten etwa Brasilien, Russland, Indien und China sind neue Mittelklassen entstanden mit hunderten Millionen Menschen, möglichen Kunden für den Exportweltmeister Deutschland. Das Wachstum ist ausschließlich in den sogenannten BRIC-Staaten. Und wenn wir in 5 Jahren auch noch einer der führenden Automobilzulieferanten sein wollen, dann müssen wir in diesen Staaten stark sein. Denn wir können nicht davon ausgehen, dass die chinesischen und indischen Automobilhersteller nach Hannover kommen, um mit uns hier Reifen und Bremsen zu entwickeln. Wir tun gut daran, China als unseren Partner zu sehen und uns sie einzubinden in jeder Beziehung. Ob das jetzt der Schutz des geistigen Eigentums ist, ob es darum geht, zum Beispiel Umweltfragen gemeinsam zu lösen, ob es darum geht, wie geht man mit den Menschen um, wie schützen wir beispielsweise die Gesundheit unserer Mitarbeiter in den jeweiligen Unternehmen. Ich glaube, wenn wir dort gemeinsame Standards entwickeln und gemeinsam in die Zukunft arbeiten, haben beide Seiten deutlich mehr davon. Adidas hat sich in nur 15 Jahren radikal verändert zu dem am meisten globalisierten deutschen Konzern. Bei Sportartikeln sind die Franken heute nach Nike die Nummer 2 weltweit. In Deutschland beschäftigt das Unternehmen heute knapp 3000 Menschen, mehr als vor dem Umbau. Das hat sich radikal geändert. Damals waren das sehr viele
produktionsbezogene Jobs. Wir haben heute Design, Marketing, IT, Supply Chain, Human Resources, sage ich mal, hochqualifizierte Arbeitsplätze in Deutschland und natürlich die Logistik. Das ist etwas, was auch immer an so einem Standort bleiben wird, weil man natürlich die Produkte vor Ort in den Handel, in die Geschäfte zum Kunden bringen wird. Thorsten Hochstädter leitet die Adidas Designabteilung. Nur die Kopfarbeit ist in Deutschland geblieben, kennzeichnend für globalisierte Unternehmen in einem